Sonny! Hey, Juni! Und schon mit Lego einkaufen? Ja, klar. Was gibt es Neues zu erzählen? Hey, du, Leonie, hast du schon gehört, was es Neues gibt? Das ist der Hammer. Den glaubst du fast nicht. Durchs ganze Dorf geht die Story schon. Hey, die mit der vergessenen und eingesperrten Frau hier. In Rittlingen ist es immer schön, besonders wenn sie zählen auf eine Hütte gehen. Das hat auch die Albiklinge gemacht. Meine Hände gesungen und auch gelacht. 3 Tage haben sie ins Triberg verbracht, Ausflug gemacht und zusammengekocht. Trunken ist sicherlich auch genug geworden. Da mache ich mir bei denen keine Sorgen. Hallo? Aber jeden schönen Tag und muss enden. Und am Sonntag werden Gedanken lang. Langsam heilwärts glänzt. Nach dem großen Frühstück fängt man an und bringt die Hütte auch wieder auf Vordermann. Jeder macht sie Zimmer fein, dann ist auch alles wie der kleine Schrein. In der Küche ist alles auf seinem Platz. Man kommt gut voran, es geht kein Herz. Jeder hilft mit, so wird es auch sie. Keiner meckert, auch nicht wegen kaputtige Knie. Noch 2 Stunden ist dann alles perfekt und die Hütte sieht aus wie geschleckt. Alle Dalbi-Pange packen ihre 7 Sachen zusammen, wie sie, wenn sie ganz schnell auf der Heim wegmachen. Pflichtbewusst wird eine Frau noch gelügen, ob nicht doch noch ein bisschen umlegen. Als sie zurückkommt, tut sie von ihr weit und breit kein Dalbi mehr. Auch ihre Ma und der Sohn ist nicht mehr da. Durchs Fenster sieht sie, wie die zusammen zum Auto gehen. Durch die Haustür kommt sie nicht mehr raus. So langsam fängt sie echt an zu gruseln. Die Fenster verschlossen mit Gitter dran, sodass sie nicht einmal mehr rausrufen kann. Jojo, die erste Autos fahren schon auf dem Hof und die Frau denkt, hey, sind die denn alle doof? Gott sei Dank sieht sie noch ein paar Fenster und kann gerade noch den Vorstand mit dem Schlüssel stoppen. Lieber Defender, wir werden dir nur sagen, willst du dich noch länger mit deiner Frau vertragen? Dann spinn Zukunft nicht einfach davor. Dreist dich einmal um und lügst, wo 10 Tage Klo. Ich hab gehört, was es Neues gibt. Hey, wie ist der Hammer? Glaubt's bald nicht. Durchs ganze Dorf wo die Story schon. Ich weiß, die mit deinen 2 Wanderern drauf. Hey, jo, hab ich von der Sache schon gehört. Sich zu bewegen ist ziemlich gesund. Das ist auch gut so und hat sie Grund. Das haben sich auch 2 Hauger Männer gedacht und sind nach Binsen an den Dreispitz gerannt. Weil am Dienstag zobe ist Stammtisch, das hat Tradition. Man trifft sich am Dreispitz in der Tracker-Destination. Um 7:30 geht das Ganze los. Das schaffen sie locker. Auf los geht's los. Über die hohe Straße sind sie gut durchgekommen. Sie sind zackig marschiert, das müssen wir nicht los. Am Röttler Schloss vorbei, auf Binsen zu. Sie sind pünktlich, eine gute Ruhe. Ach jo, in Binsen sind sie am Kant entlang marschiert, haben miteinander gesperrt, seid innig und interessiert. Der eine hat gemeint, komm, lass uns auf die andere Seite kommen. Doch dann hat er gesagt, nein, lass uns am Kanda wieder gehen. Auf einmal ist der Weg dann zu Ende und auf dem großen Schildstuhl Privatgelände. Vor Witten hören sie ihr Hund schon bellen. Sie drehen schnell um, machen doch keine Welle. Über den Acker würden sie laufen in ihrer Not. Zum Stammtisch kommen die 2 auf jeden Fall zu Sport. Die anderen machen sich schon riesige Sorgen und versuchen, die 2 mit dem Handy zu ordnen. Ein
Eine halbe Stunde sind sie in Spohn gekommen, haben den ganzen Weg müssen über Eimeldingen gehen. Auf der rechten Seite zurück zum Dreispitz, mei, haben die beiden geschwitzt. Und geschumpfen haben die, ihr glaubet's nicht, der Schwarzwaldverein sei schuld an der langen Zeit. Bis auf die Luke ist alles wunderbar, doch ab dort hat's nie mehr ewig Schilder gehabt. Liebe Roland Steinbrunner und Dieter Assam, löhnt euch sagen, dürft nicht über den armen Schwarzwaldverein klagen. Wir haben im Haugerwald noch nie gesehen, dass es ein Hewischild zu einer Tankstelle geht. Silvia, hast du schon gehört, was es Neues gibt? Es ist der Hauer Glaubensbein mit. Hey, durchs ganze Dorf kommt die Story schon. Weißt du, mit den Blättern da? Jedes Jahr, wenn es kalt wird, muss den bösen Bakterien aus der Oma raus. Du hast gut. Du kriegst eine Grippe, gerade wegen Mut, durch die Oma raus und aus der Nase schnupfen. Kannst du nicht mit aus der Oma rufen. Du sagst zwar mit, aber es geht dann nicht aus dem Schädel. Du musst gut schaffen gehen. Hey, sonst hätte der Chef den Prägel. Hey, jo. So ist auch mein junger Hauger Kerl gegangen. Mei, der war ganz schön blass um seine Wange. Fest, Halsweh und Fieber hätte er. Fragt er, Rosi, wie möglich, ob man überhaupt noch was machen kann. Die sagt, ich kann noch mit dem Lebensschrank. Den nimmst du jetzt nie, der Schwein nicht mehr krank. Dreimal täglich 4 Tabletten, die sollte dann die Leber retten. Die erste Portion gibt sie im Glied zum Vernichten, die restliche Medizin muss er sich dann selber richten. Die Mutti geht arbeiten und ist ganz gewiss, ihre Böf ist bestimmt bald wieder auf den Fies. Jo, am Grund fällt ihre Mütter noch ein, sie müssen eine Blutdrucktablette nehmen. Und zwar klein, doch wo sie in die Schachtel lügt, fragt sie ganz entgeistert ihre Glück. In meiner Schachtel fehlen Tablette grad 4 Stück. Hey, die hast du doch hoffentlich nicht du verschluckt. Doch du musst du dann gestorben. Ich glaube, ich hab die falsche Glück. Es ist ihnen zwar ein Riesengruß, aber sie müssen sofort ins Krankenhaus. Dort wird der Pöp dann durchcheckt und kontrolliert. Hey, nimm das den armen Kerl, den Blutdruck noch abschmiert. Noch eine Nacht auf der Station entschärft sich zum Glück die ganze Situation. Ein hauger Kerl haut so schnell mit um, auch wenn das Ganze war schon recht dumm. Lebe mag Steinebrunner, lass dir von uns sagen, du hast die Blutdrucktablette zwar gut vertragen, doch die lange Wiese musst du nutzen und nicht die von der Mütter verputzen. Jetzt vielen Dank. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt mit dem Schrank. Auf den Schnitzelbein von der Schäfe. Denn dort steht drin, was andere Hauger Bürger noch so treiben haben. Hauger hat?